Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Wanda Badwal und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Dieses Video heißt Yoga for your Boyfriend, denn mein Boyfriend hat mich gebeten, ein Video zu machen, was nicht zu lang ist und nicht zu kurz und was gut ist für den Mann, ja? Was der Mann gut machen kann mit seinen Verkürzungen, was kräftigend ist, was Spaß macht, ja? Was easygoing ist und was einfach 20 Minuten dauert. Und was ein, sag ich mal, ein guter, einfacher Einstieg ist in die Yoga-Praxis. Das heißt, dieses Video könnt ihr eurem Boyfriend geben, ja, der auch vielleicht mal Lust hat, Yoga auszuprobieren, aber sich vielleicht noch nicht ganz so traut oder einfach noch nicht vertraut ist mit dem Yoga. Ja, das heißt, das ist das ideale Video. Ihr könnt es natürlich auch selbst mitmachen, auch als Frau, ist ja klar. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Was ihr braucht, ist einfach nur eine Matte und wir beginnen direkt im Stehen am Anfang eurer Matte. Er kommt in einen hüftbreiten Stand, liebe Boys und Boyfriends und Girlfriends. Stellt euch hüftbreit, haltet die Knie leicht gebeugt, so nicht überstrecken in den Gelenken, sondern rollt hier einfach die Schultern hoch zu den Ohren, nimmt einen tiefen Atemzug ein durch die Nase und durch den geöffneten Mund aus. Roll die Schultern weit zurück. Das machen wir noch zweimal. Und mit der Ausatmung hier so ein bisschen Anspannung, Stress aus den Schultern loslassen. Noch einmal. Sehr schön. Und dann drehe mal die Handflächen nach vorne. Halte die Schultern ganz entspannt, das Herz erhoben. Schließ die Augen für einen Moment. Spür deine Fußsohlen und erlaub dir wirklich im Hier und Jetzt anzukommen. Spür deinen Körper, die Matte unter dir und der Raum um dich herum. Nimm wahr, wo du gerade bist, wie du dich fühlst in deinem Körper, was gerade präsent ist für dich im Geist, emotional. Und mit all dem, was ist, nimm ein paar tiefere Atemzüge ein und aus. Mit der Einatmung spür, wie der Brustkorb sich hebt. Und mit der Ausatmung, wie der Nabel ranzieht und der untere Rücken lang wird. Ganz präsent, tief einatmen, nur das. Und lang aus. Sehr schön, noch einmal tief ein. Und aus, entspann die Schultern. Wunderbar, von hier, nice and simple, einatmen, bring die Arme nach oben hoch, streck dich lang. Und ausatmen, bring die Arme über die Seiten zum Körper zurück. Wenn du den tiefen Atem, den Meeresrauschen Atem kennst, dieser hörbare Atem, dann aktivier hier diesen genannten Ujjayi-Atem. Machen wir noch einmal tief ein, streck dich lang und aus, Arme zu den Seiten. Nice and simple, einatmen, komm nach oben hoch. Achtung jetzt mit der Ausatmung, beug die Knie und komm mit langem Rücken nach vorne in die stehende Vorbeuge. Einatmen, komm auf die Fingerspitzen, beug die Knie tiefer, zieh die Wirbelsäule lang. Und dann ausatmen, nochmal in die tiefe Vorbeuge gehen. Sehr schön, einatmen, komm wieder nach oben hoch mit langem Rücken. Und ausatmen, bring die Arme zu den Seiten. Das machen wir noch zweimal, genannt halber Sonnengruß. Einatmen, komm nach oben hoch. Ausatmen, mit langen Armen wie Flügel über die Seiten nach unten abtauchen. Einatmen, halb auftauchen, Länge finden in der Wirbelsäule. Ausatmen, ganz abtauchen über die Beine. Einatmen, komm nach oben hoch. Und ausatmen, Arme über die Seiten. Sehr schön, machen wir ein letztes Mal und versuche Atem und Bewegung hier zu synchronisieren. Der Atem initiiert jedes Mal die Bewegung, das heißt die Atmung beginnt ein bisschen kleines Stück vorher und ausatmen, über die Beine schmelzen. Und dann bleib hier in der Vorbeuge, atme tief ein und aus. Beug deine Knie, lass den Oberkörper einmal hängen, spür die Dehnung hier in der Beinrückseite. Gerne auch mal ausseufzen. Und von hier bring jetzt die Handflächen neben deine Füße
Und wir treten zurück in die schiefe Ebene, ja, oder auch genannt Plank Position. Ja, trete zurück, so dass deine Schultergelenke direkt über den Handgelenken sind. Ja, einmal checken hier, Schultern über Handgelenke, Handflächen sind weit aufgespreizt und dann verlagere das Gewicht hier so ein paar Mal vor und zurück. Aktiviere dein Zentrum, den ganzen Rücken aktivieren, schieb dich raus aus den Schultergelenken und wir wollen hier weder einen Berg haben, noch eine durchhängende Banane. Ja, zieh richtig nach hinten mit deinen Fußsohlen durch die Kopfkrone nach vorne. Atme ein und mit der Ausatmung lass alles so, wie es ist und schieb nur das Gesäß für den herabschauenden Hund nach hinten. Lauf die Hände nicht zurück, die Hände bleiben, beug die Knie. Sehr schön. Streck dich richtig lang raus aus den Schultergelenken, Länge in der Wirbelsäule finden. Das machen wir noch einmal. Einatmen, schieb dich nach vorne in die Planke und ausatmen durch den geöffneten Mund. Schieb dich zurück in den Hund. Noch einmal. Und aus. Sehr gut. Ein letztes Mal in die Planke kommen. Ausatmen, hier halten. Ja, wenn es schon ein bisschen anfängt zu zittern, dann darf das sein. Und von hier jetzt fühl den Seitstütz. Roll auf deine rechte Fußaußenkante, rechte Hand unter deinem Schultergelenk und heb den linken Arm nach oben. Genannt Vashisthasana, der Seitstütz. Zieh dich richtig raus, schieb dich vom Boden weg. Tief ein- und ausatmen. Sehr gut, Männers. Linke Hand kommt zum Boden zurück, andere Seite. Linke Hand unterm Schultergelenk, Füße stapeln, Zentrum aktivieren, schieb dich raus aus der Schulter. Tief atmen. Atme nochmal ein, bring die Hüften höher. Und ausatmen, die Hand zum Boden, schieb dich in den herabschauenden Hund durch den geöffneten Mund ausatmen. Wir nehmen 3 Atemzüge hier im Hund. Und schieb dich nochmal mehr raus aus den Schultergelenken. Hier ist es wichtig, die Länge der Wirbelsäule zu kreieren. Ja? Das Ziel ist nicht, die Fersen zum Boden zu kriegen auf Teufel komm raus, sondern dann lieber die Knie beugen, wenn du merkst, der Rücken wird rund. Und schieb dich raus. Sehr gut, einmal den Kopf hier schütteln. Nein, nein und ja, ja. So, dass der Kopf, Nacken ganz weich ist. Und dann erde deine linke Fußsohle und bring den rechten Fuß nach hinten oben raus, so hoch du kannst. Einmal richtig schön hoch mit dem Bein. Yes, ganz genau. Atme ein. Und dann mit der Ausatmung bring die Hüfte wieder mehr Richtung Boden. Schau nach vorne und setz den Fuß in einem großen Schritt nach vorne. Ja, wenn der Fuß nicht will, dann nimm den Fuß und setz ihn nach vorne, sodass deine vordere Ferse unter dem vorderen Knie sitzt. Bring deine hintere Ferse zum Boden 90 Grad. Und dann tauch auf mit linkem Arm, rechten Arm, streck einmal das vordere Bein. Krieger 2, schau einmal, dass deine Füße gut stehen, die vordere Ferse mit der Mitte des hinteren Fußes auf einer Linie. Sehr gut, und dann bring die Arme nach oben hoch, atme ein und mit der Ausatmung bring die Handflächen Richtung Boden, Arme strecken zu den Seiten, beug dein vorderes Knie. Und wir bleiben hier im Krieger 2. Und idealerweise ist dein vorderes Knie so tief gebeugt, dass du eine Espresso-Tasse darauf abstellen könntest. Entspann die Gesichtszüge, die Schultern und streck kraftvoll in beide Richtungen. Ja, die Kriegerposition heißt nicht durch Zufall so, sondern weil es wirklich Kraft von uns und Präsenz fordert. Schau über deine vordere Hand und atme noch 3 Atemzüge hier. Setz dich ruhig noch ein bisschen tiefer. Länge der Wirbelsäule, vom Steißbein bis zum Scheitel, zieh das Schambein nach oben hoch, Steißbein nach unten, raus aus dem Hohlkreuz hier. Sehr schön, und dann löse jetzt deinen rechten Ellenbogen auf den rechten Oberschenkel für den Seitwinkel und mit der Einatmung streck den linken Arm über den Kopf. Roll die Schultern weg von den Ohren. Achte darauf, dass du hier nicht drin hängst im Schultergelenk, sondern zieh dich raus. Finde die Länge von der linken Fußaußenkante bis in die Fingerspitzen. Öffne den Brustkorb hier seitlich. Sehr schön, schau zum Boden. Einatmen, komm nach oben hoch, beug das vordere Knie tiefer. Und dann ausatmen, bring die Hände zum Boden, trete in schiefe Ebene zurück. Und bring Knie und Oberkörper geführt zum Boden. Knie und Oberkörper.
einatmen, komm in die Baby-Kobra. Ja, Baby-Kobra, halte hier das Schambein, die Fußrücken am Boden und bring aber die Hände vom Boden weg. Ja, dass du aus der Kraft des Rückens hältst. Einatmen, komm ein bisschen höher, hier roll die Schultern zurück. Ausatmen, ein bisschen absenken. Nice and simple, einatmen, komm höher. Und ausatmen, ein bisschen tiefer. Ein letztes Mal. Und ausatmen, setz die Hände ab, schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Ja, in Sanskrit genannt Adho Mukha Svanasana. Also falls du das mal hörst, das ist der Hund. Und vielleicht gehen die Fersen schon ein bisschen mehr Richtung Boden. Aber wie gesagt, das ist nicht das Ziel hier, sondern die Länge der Wirbelsäule. Andere Seite, get ready, linker Fuß geht nach hinten oben hoch. Schwing das Bein so hoch du kannst. Und dann mit der Ausatmung bring die Hüfte Richtung Boden. Schau nach vorne und setz den Fuß weit zwischen die Hände. Ja, gerne den Fuß greifen. Hinteren Fuß 90 Grad am Boden aufsetzen, sodass die vordere Ferse mit der Mitte des hinteren Fußes in einer Linie verläuft. Und dann ist der rechte Arm, der dich nach oben hochbringt, wie so eine Windmühle, linker Arm. Einmal hier strecken, das vordere Bein. Und schau nochmal, dass du nicht im Hohlkreuz stehst, sondern zieh dein Steißbein nach unten, schau mal nach oben. Atme ein und dann mit der Ausatmung setz dich tief ins vordere Bein. Blick über die linke vordere Hand, roll die Schultern, den Rücken runter, ganz aufrecht, ganz klar und stark. Atme hier tief. Wenn du kannst, lässt du dieses Meeresrauschengeräusch entstehen. Setz dich ruhig noch ein bisschen tiefer ins vordere Bein, sodass wirklich der ganze Körper hier aktiv ist und mitmacht. Ganz präsent, die Gesichtszüge weich und entspannt. Ja, versuch nicht zu intens zu werden. Im Yoga wollen wir immer ja, die Balance finden zwischen Stabilität und Kraft und Leichtigkeit und Entspannung. Gleichzeitig stark und mit Leichtigkeit und Raum. Sehr schön. Löst deinen linken Ellenbogen auf den Oberschenkel, bring den rechten Arm über den Kopf für den Seitwinkel auf der anderen Seite. Erinnere dich nochmal, lange Linie von der Fußaußenkante bis in die Fingerspitzen. Zieh die Schultern weg von den Ohren. Atme. Ja, und vergiss nicht, das vordere Knie ist tief gebeugt. Ja, merkt es schon langsam im Oberschenkel. Und dann einatmen, komm wieder zurück in den Krieger 2. Und ausatmen, löse zum Boden, trete in die schiefe Ebene und bring Knie und Oberkörper kontrolliert zum Boden. Einatmen, tauch auf in die Baby-Kobra. Ja, und schau, dass dein Nacken ganz lang ist, dass du nicht den Kopf in den Nacken wirfst und hier komprimierst in der Halswirbelsäule. Und komm noch ein bisschen höher hier. Und ausatmen, ein bisschen tiefer. Jetzt machen wir ein paar Mal die dynamische Kobra. Einatmen, komm höher. Und ausatmen, tiefer. Jetzt darfst du ein bisschen Armkraft hier verwenden. Einatmen, roll Schultern zurück, press die Ellenbogen gegen den Körper. Ausatmen, ein bisschen tiefer kommen. Ein letztes Mal einatmen, komm höher. Und jetzt bring die Hände vom Boden weg. Halte aus der Kraft. Vor allem hier wird der untere Rücken gestärkt. Ja, für viele von uns ist das eine Target Area, ja, ein Bereich im Körper, der häufig zu schwach ist, wo wir Rückenschmerzen kriegen. Lendenwirbelsäule. Bring dich noch ein bisschen höher. Und ausatmen. Durch den geöffneten Mund entspanne dich mal für einen Moment hier auf dem Boden. Tief ein- und ausatmen, gerne seufzen. Das Becken von rechts nach links schaukeln. Für einen Moment hier pausieren. Die Wärme, die entstanden ist, wahrnehmen. Blutzirkulation, Kraft, die im Rücken entstanden ist. Und weil es so schön ist, machen wir gleich nochmal eine Runde hier auf dem Bauch. Wunderbarer Rückenstärker, genannt die Heuschrecke. Für die Heuschrecke bring die Arme parallel vor dir. Ich nenne es auch gerne die schwimmende Heuschrecke. Ja, wenn Heuschrecken schwimmen könnten, würde es wahrscheinlich so aussehen. Das heißt, mit der nächsten Einatmung heb die Arme vom Boden weg und die Beine vom Boden weg. Und mit der Ausatmung beug die Ellenbogen 90 Grad und heb dich noch höher. Ausatmen, streck die Arme. Beine gehen etwas tiefer. Einatmen, komm höher.
Und ausatmen, strecken. Und einatmen, höher kommen, Ellenbogen beugen, Rollschultern zurück. Und ausatmen, strecken. Noch einmal. Und aus. Ein letztes Mal. Und hier halten. Bring die Arme seitlich vom Körper. Volle Heuschrecke, genannt Shalabhasana. Halte die Beine hüftbreit. Hier achte darauf, dass sie nicht auseinanderfallen. Wir bleiben noch 3 Atemzüge. Ja, wer hat gesagt, Yoga ist nicht anstrengend? Komm noch ein bisschen höher mit der Einatmung. Und ausatmen, lösen, die linke Wange zum Boden bringen. Das Becken gerne schaukeln von rechts nach links. Den Herzschlag wahrnehmen. Das wohlig warme Gefühl, Freiraum in der gesamten Körperrückseite. Dann bringen die Handflächen hier neben den Körper und setz dich einmal zurück auf die Fersen. Und schwing die Beine ganz simpel nach vorne. Wir machen hier zum Cooldown eine sitzende Vorbeuge. Ja, streck dein, ich spiegel dich, dein linkes Bein aus zur Seite, den rechten Fuß innen vom Fuß aufsetzen. So ein bisschen so, also es kann so ein bisschen leicht geöffnet sein. Und es ist ein Twist und gleichzeitig eine Vorbeuge. Und wenn du das Gefühl hast, du fällst hier so im Rücken nach hinten, greif nochmal das Sitzfleisch raus zu den Seiten, sodass du richtig stabil sitzt auf beiden Sitzbeinhöckern. Aktiviere den vorderen Fuß. Atme ein, zieh die Wirbelsäule ganz lang. Und mit der Ausatmung wandern nach vorne über dein linkes Bein. Ja, vielleicht bleibst du aber auch relativ aufrecht hier. Und mit der Ausatmung zieh deine rechte Schulter zum Fuß, die linke will nach hinten. Einatmen, komm höher mit mehr Länge und ausatmen über das Bein schmelzen. Wir bleiben mal hier. Ganz egal, wo du bist, du kannst hier den Fuß greifen, Schienbein greifen oder du bist ganz hier oben. Ja, nimm alle Beurteilung, Verurteilung deiner selbst raus. Schließ die Augen mal für einen Moment und atme hier tief in den unteren Bauch. Und mit der Ausatmung kannst du vielleicht ein kleines bisschen tiefer gehen. Noch 3 Atemzüge hier. Ja, und viele sagen, sie können kein Yoga machen, weil sie nicht flexibel genug sind. Häufig auch, weil wir uns vergleichen oder das Gefühl haben, wir müssten flexibler sein. Und erlaubt dir hier, Anfänger zu sein, ja, mit Dingen anzufangen und sich die Dinge entwickeln zu lassen im Laufe der Zeit. Ja, niemand wird flexibel einfach so vom ersten Tag beim Yoga machen. Das dauert einfach eine Zeit. Sehr schön. Mit der Einatmung komm nach oben hoch, laufe zurück und wechsel die Beine. Streck dein rechtes Bein zur Seite raus, den linken Fuß einklappen, sodass er in der Innenseite des Oberschenkels sitzt. Streck dich ganz lang, roll die rechte Schulter zurück, die linke zieht nach vorne. Und ausatmen. Mehr über das Bein schmelzen, dein rechtes. Einatmen, zieh dich länger. Und ausatmen, über das Bein schmelzen. Noch ein letztes Mal. Dann bleiben wir für einen Moment hier, wo immer du bist. Einmal Augen schließen. Der vordere Fuß bleibt ganz aktiv. Die Zehen ziehen zu dir ran. Atme weiter in den unteren Bauch. Und erlaub dir diese Zeit, für dich nach innen zu schauen. Besonders wenn du zu der Kategorie Mann gehörst, so wie mein Boyfriend, der sehr viel Energie hat. Ja, wenn du ein Mann bist, sehr viel Energie, sehr viel Power, sehr viel machen, dann ist es ganz wichtig, in die Balance zu gehen, in die Stille, den Blick nach innen zu richten. Und dann mit der Einatmung komm nach oben hoch. Vielleicht merkst du schon den Effekt der Vorbeuge, ein bisschen mehr Ruhe ist eingetreten. Und von hier dreh dich dann um, sodass deine Fußsohlen am Boden stehen. Zieh dich einmal ganz lang in die Kniekehlen mit der Ausatmung. Roll zurück in Rückenlage. Beug hier deine Knie an und zieh die Knie zur Brust. Gerne einmal kannst du hier so auf den Kniescheiben deine Hände platzieren und auf dem unteren Rücken rollen, massieren hier.
Dann halte dein rechtes Bein angewinkelt, streck das linke Bein am Boden aus. Und dann mit der Ausatmung geh in den einbeinigen Twist, bring das rechte Knie über den Körper nach links rüber, der rechte Arm öffnet entgegengesetzt. Und versuch mal hier die rechte Schulter am Boden zu halten, dass sie hier nicht so abhebt. Und das heißt auch, dass dein rechtes Knie wahrscheinlich relativ weit in der Luft ist, aber das macht nichts. Ja? Du könntest hier auch ein Kissen unterlegen unter dein Knie oder einen Block, aber es ist auch so völlig in Ordnung. Halte die Schulter am Boden, schließ die Augen und atme in den unteren Bauch. Spür die Entlastung hier im unteren Rücken. Mit der Einatmung bring das Knie wieder zur Mitte zurück, zieh das Knie nochmal ran und wechselt die Seite. Linkes Knie geht zur Brust. Und mit der Ausatmung bring das Knie rüber nach rechts. Der linke Arm öffnet entgegengesetzt. Drei Atemzüge hier und versuch deine linke Schulter auf dem Boden zu halten. Sehr schön, dann bring das Knie wieder zur Mitte, zieh die Knie nochmal ran, dann mit der Ausatmung löst die Beine für ein kurzes Shavasana, eine kurze Schlussentspannung und bitte das nicht skippen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Teil der Praxis, dieser Moment der Entspannung. Also finde eine offene, weite Haltung hier am Boden. Atme nochmal tief ein durch die Nase und dann durch den geöffneten Mund aus. Entspann die Schultern, entspann dein Becken. Die Arme schwer, Beine schwer und schließ die Augen, wenn sie noch nicht geschlossen sind. Erlaub dir für einen Moment alles loszulassen. Jegliche Form der körperlichen, mentalen Anspannung. Entspann deine Gesichtszüge, besonders den Kiefer. Entspann die Stirn und den Punkt zwischen den Augenbrauen. Lass deine Kopfhaut ganz weit werden. Und für einen Moment erlaub deinem ganzen Körper, sich hier zu entspannen, der Praxis nachzuspüren, sich entfalten zu lassen. Und wenn du magst, kannst du noch ein bisschen länger hier verweilen. Wenn du noch eine längere Entspannung brauchst gerade, dann mach das. Oder komm langsam mit mir zurück, atme tief ein und aus, halte die Augen geschlossen. Dreh dich dann auf deine rechte Körperseite und über die rechte Körperseite richte dich nochmal auf ins Sitzen. Komm in einen Schneidersitz, nur für einen Moment. Ganz easy, ganz simpel. Atme tief ein und aus. Die Handflächen ganz entspannt auf den Knien. Finde die Länge der Wirbelsäule. Und nimm ganz einfach wahr, was die Praxis gemacht hat. Wie anders du jetzt da bist. Vielleicht präsenter, ruhiger. Mit mehr Zentrierung. Und dann atme tief ein und aus. Bring die Handflächen einmal vor deinem Herzen zusammen. Senk das Kinn Richtung Herz. Bedank dich bei dir selbst, dass du dir die Zeit genommen hast für deine Praxis. Reib die Handflächen einmal aneinander, sodass Hitze entsteht. Und leg die Handflächen einmal auf dein Gesicht, sodass du Wärme empfängst. Und dann streich ein paar Mal so über deinen Körper runter, dass der physische Körper wieder aktiviert wird. Öffne die Augen und komm in den Raum zurück.
So, ihr lieben Boys, ich danke euch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielleicht war das eure erste Yoga-Praxis. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne Kommentare unter das Video schreiben, gerne mit euren Freunden teilen. Ja, Mädels, wenn ihr das gesehen habt, gerne mit euren männlichen Freunden teilen, weiblichen Freunden teilen. Und ja, diese Praxis kannst du wirklich jeden Morgen machen. Die ist wunderbar. Einfach eine kurze Zeit für dich, um in Kontakt zu kommen mit deiner Atmung, mit deinem Körper und dich wohler und balancierter zu fühlen. Okay, ich danke euch und bis zum nächsten Mal. Namaste.